Auf geht's zum ersten Lehrvideo Mathematik 5. Klasse. Was bedeutet Mathematik für dich? Mathematik in der Grundschule ist primär Rechnen. Rechnen mit Zahlen, die du bisher kennst, und das sind die natürlichen Zahlen. Die Mathematik in der 5. Klasse möchte dir nun zeigen, dass es auch andere Zahlen gibt, mit denen man genauso gut rechnen kann, nämlich die ganzen Zahlen. Okay, immer langsam. Wir fangen nochmal mit den natürlichen Zahlen an und gucken, wie können wir in der Mathematik die natürlichen Zahlen veranschaulichen, sprich aufschreiben. Wie können wir sie darstellen? Es gibt nämlich Bilder von Zahlen, die wir alle sehen können, und die meisten von uns haben ein Bild von Zahlen im Kopf. Ich bitte dich jetzt, zeichne ein Bild auf einem extra Blatt, auf einen Zettel, zeichne ein Bild von den Zahlen von 1 bis 20, wie du sie im Kopf hast, wie du sie dir vorstellst, wie sie dort angeordnet sind. Mach das noch nicht in dein Merkheft, die Mitschrift kommt am Ende dieses Videos, die du für dein Merkheft brauchst. Das, was ich jetzt alles zeichne, brauchst du in dein Merkheft nicht abzuschreiben. Hier ist zum Beispiel mal das Bild von den Zahlen 1 bis 10. Bisschen langweilig, oder? Manche sehen das auch so, als Welle. Manche sehen es als Bogen. Ich habe schon erlebt, dass mir jemand 20 Türen hingemalt hat. Oder einen Kreis, eine Uhr oder ähnliche Sachen. Jeder sieht die Zahlen anders und das darf und muss auch so sein. In der Mathematik nun müssen wir uns auf ein paar einfache Darstellungen einigen, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Jeder von euch kennt das Lineal. Hier sind die Zahlen in einer Linie angeordnet. In diesem Fall hier die Zahlen von 1 bis 17. Das hat die Mathematik hergenommen, um den Zahlenstrahl darzustellen. Der Zahlenstrahl ist auch wieder eine Linie mit einem Anfang und keinem Endpunkt. Das ist die Eigenschaft des Strahls, hat einen Anfang und keinen Endpunkt. Der wird jetzt passend unterteilt, so wie ich es gerade brauche, und dann schreibe ich mir die Zahlen dort ran. Hier in diesem Fall am Beispiel die Zahlen 1 bis 30. Mit dem Zahlenstrahl haben wir somit die Reihenfolge der natürlichen Zahlen sehr schön dargestellt. Oh, jetzt wird's bunt. Was ist denn das? Das ist ein Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem habe ich auf einen Stadtplan gelegt, den von Großweiler. Und dort sind Punkte eingezeichnet. Und diese Punkte kann ich jetzt darstellen mit Hilfe meines Koordinatensystems. Das stellt mir die Punkte dar und es besteht aus einer X-Achse, der roten, die heißt auch Abszisse, und einer Y-Achse, der Ordinate. Natürlich gehört auch ein Koordinatenursprung dazu, dort, wo beide Punkte, beide Seiten 0 sind. Und unsere Punkte werden jetzt als Zahlenpaar dargestellt. Den Punkt A wählen wir uns aus. Der besteht aus den Darstellungen 2 auf der X-Achse, der Abszisse, und 8 muss ich auf der Y-Achse ablesen. Dann kann ich den Punkt A dort einzeichnen. Nun zeichne selber einmal die Punkte B, C und D ein. Drück dazu auf die Pause-Taste, damit du dir das überlegen kannst. Welche Punkte hast du dafür? Okay, weiter geht's. Hier die Lösungen. B ist der Punkt 5, 7, C ist 9, 6 und D ist 9, 4. Kommen wir nun zur Mitschrift des heutigen Tages, also das, was jetzt kommt, kommt bitte in euer Heft. Hier drückst du wieder auf die Pause-Taste, bis du fertig bist mit Abschreiben, und dann geht's weiter. Du bist fertig, weiter geht's, die nächste Seite. Du überlegst dir bitte selber, welche Koordinaten die Punkte B, C und D in diesem Fall haben. Schreibst das mit Bleistift kurz hin.
drückst die Pause-Taste und wartest auf meine Lösung. Du hast die Lösungen? Super, weiter geht's. Hier sind meine. Dankeschön fürs Zuschauen und Mitarbeiten für heute. Wir sehen uns in der nächsten Unterrichtsstunde. Viel Spaß!